Aber hier ist viel Redstone. Also Redstone-Probleme werden wir nicht haben. Ey, ich wundere mich die ganze Zeit, wieso ich einfach gerade voll meinen Cobblestone-Generator verkacke. Ich baue den einfach total stumpf, ultra falsch. Keine Ahnung, du kannst. Ich komme mal gleich raus und dann kannst du mal das Prinzip von so einem Generator zeigen, wenn du willst. Das können wir ja auch mal zeigen, auch wenn es jeder auf der Welt weiß. Irgendwie muss ich den jetzt überhaupt richtig bauen. Hast du gerade keine Ahnung? Ich habe gerade voll keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade voll verpeilt. Aber Mike, es ist ein Kabelstock-Generator. Ich weiß, das ist ja das Böse. Aber da. Ja, so. Ich höre dich, herrliches Trip Mining. Aber ich finde meine Dias, 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 Dias. Ich finde, wir brauchen so einen Diamantensong irgendwie, den wir immer singen, wenn wir Dias finden. Ich bin mitten in einer Wüste. Wow, 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 wow. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich kann aber nichts anderes tun. Dann in die Richtung. Bester Charakter in dem Spiel, oder? Jupp. Ich mag die. Die ist schon witzig. Ich liebe sie einfach. Also, sie ist der Grund, warum ich eine Tochter will. Nein, ich will ja schon vorher Töchter. Wollte schon vorher meine Töchter, aber hey. Mal eine Töchter. Ja, ich will zwei Töchter haben, am besten Zwillinge. Ich hab voll Bock auf zwei Mädels. Pädophiler Sack. Na, Junge! Du bist so ein Arschloch. Nein, ich finde einfach. Ja, ich finde einfach Mädchen in der Erziehung viel schöner. Also ich habe ja mal im Kindergarten gearbeitet und klar ist nicht vergleichbar zu selber Eltern sein, aber ich bin also der Typ, der gerne sich selber Stress macht. Also ich glaube, das wäre jetzt das Langweiligste, was man einfach wie je sehen würde. Oh, ich fand es so schön bei Honeyball LP. Die hat ja mit drei anderen, also sie hat ja, glaube ich, sie war fest dabei, hat mit zwei anderen, die auch fest dabei waren, gespielt und einer war halt immer zu Gast, Skyblock gespielt. So, und Cobblestone-Generator halt. Und sie war dran und sie brauchten halt eine riesige Menge Cobblestone für auch so eine Mobfalle turmmäßig halt. Und dann hat sie offscreen sich halt innerhalb von nicht mal einer Minute ganz schnell so viel Cobblestone gecheatet mit too many items. Ja, sollte man nicht. So. Die hätte sich irgendwie 786 geholt, ist ja kein Problem, braucht man ja auch. Cobblestone-Generator heißt ja sowieso, man hat endlich Cobblestone, man spart sich bloß die Zeit. So. Dann haben sich die Leute in den Comments beschwert, haben den Part Daumen runter gemacht,
So, und dann hat sie einen Part gemacht, wo sie nur Cobblestone abgebaut hat. Eine halbe Stunde. Ja. Mega geil, oder? Aber irgendwie war nach Skyblock auch nach dieser komischen Krise auch mega tot, weil ja, in den Comments kamen einfach keine ordentlichen Kommentare, glaube ich mir und sowas. Ich glaube, sie hat auch nicht mehr wirklich Bock irgendwie. Ich weiß es nicht. Jeden Fall, ich fand das Let's Play eigentlich ganz cool, aber ich fand es schade, dass es so tot gehatet wurde am Ende. Nur weil man sich wirklich ein bisschen einfacher gemacht hat, weil man es konnte eigentlich. Und im Let's Play will man ja auch was zeigen und nicht nur Cobblestone abbauen, so wie ich gerade. Ja, stimmt auch eigentlich. Deswegen, ich war da voll und ganz hinter Hannibal LP oder wer das auch immer war. Und es ist einfach langweilig gewesen. Aber ich habe mir den kompletten Cobblestone-Part angeguckt. Mega dumm, oder? Hat sie dazu denn was gesagt? Nö, sie hat einfach ganz stumpf Cobblestone abgebaut. Ja. Ah. Ich habe mir da mal die geilsten Stellen. So, jetzt geht's wieder hoch. Ist hier eine kleine Höhle. Voll mit Lava. Aber man levelt mittlerweile so fix, das finde ich so krank bei Minecraft. Ich finde, das macht das Ganze enchanting wieder so. Boah. So, früher hatte man dadurch richtig Bock, dann auf Monsterjagd zu gehen und sich dadurch hochzuleveln und sowas. Und jetzt denkt man sich, ich muss eh in die Mine, also warum nicht ein bisschen länger minen? Kartoffel. Das ist eine Kartoffel. Kartoffel, Alter. Nein, weil Minen. Kartoffeldeutsch. Achso. Aber weißt du, ich glaube, ich finde wirklich, der beste Einsatz von einer Kartoffel jemals in einem Spiel war in Portal 2. Ey. Wie geil das einfach war. Sie einfach in der Kartoffel und dann erzählt sie noch, wie viel Watt oder sie so erzeugen kann. Mit diesem Upgrade kann ich nun so und so viel Watt erzeugen. Das ist nur so und so viel mehr als vorher. Mega stumm. Wenn das ist irgendwie nur ein halbes Watt oder so. Aber das Geile finde ich einfach, du kannst hier ernsthaft ein Set kaufen, wie du halt Gladys in so eine Kartoffel, wow, scheiße, einbauen kannst. Hallo Creeper. Krass, Mann. Jetzt fällt mir dieser Mods ein. Kennst du den Mod Stalker Creeper? Nein, ich kenne nicht viele Mods. Der ist der geilste Creeper Mod, den ich eh irgendwie gesehen habe. Aber Das ist der der. geilste Mod, das ist der geilste Mod. Nee, Aber ich entscheide der geilste Creeper Mod. Jo, Aber. Creeper ist auch ein Creeper Mod. Ja gut, aber der ist so widerlich. Das ist einfach so der behindertste, ekelste Mods, aber zugleich der geilste einfach. Es ist wirklich so, dass diese Creeper, wenn die dich sehen, die rennen nicht frontal auf dich zu. Verstecken sich hinter dir und Die dann. verstecken sich hinter Bäumen. Wenn du dann hinter denen weggelaufen bist, dann laufen die dir die ganze Zeit hinterher. Wenn du dich dann umdrehst, explodieren die. Das heißt, du darfst nur laufen, 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 nicht zurückgucken. Genau, du darfst quasi die ganze Zeit nur laufen und du darfst dich eigentlich nicht mehr umdrehen. Slender Style. Das ist Creep, so Creep, eklig. Creeper Slender Style. Oh Aber das ist so Mensch. geil. Da unten sollte ich nicht reinfallen. Ups. Es ist echt cool und ich mag die Mods auch. Also das ist der gleiche Modmacher von Dynamics Light Mods. Weil das ist wirklich. Das ist halt wie Licht sein sollte auch. Zum Beispiel irgendwer brennt oder irgendwo Feuer ist. Das ist also wenn ein Mob hier brennt, das ist ja halt, das ist ja kein Licht. Dann brennt das Mob und das ist aber kein Licht. Und da ist auch viel, viel mehr Licht und das macht das alles ein bisschen mehr realistisch. Und das finde ich auch richtig geil.
Welchen Mod ich mir auf jeden Fall holen will, ist so ein Shader-Mod. Weil ich sehe einfach, in letzter Zeit gucke ich ja wieder aktiv Zombie. Muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Und dann sehe ich momentan immer wieder diesen Zombie-Shader, den er jetzt benutzt. Also es ist extra für ihn ein Shader gemacht worden und ich finde ihn einfach mega geil, den will ich auch haben. Weil es macht die ganze Sache einfach so viel schöner und ich glaube, ich habe gerade 5 Eisen einfach in Lava fallen lassen. Cool. Ja. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie der Shader Mod heißt. Realistic, Sonic, was weiß ich, was Shader Mod, aber ich glaube, der ist eigentlich nur auf 1.47 aktuell. Oder wenn nicht sogar wenige. Ich weiß es nicht. Und der braucht ultra hardcore Rechner. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also, ich meine, Zombie hat sich ja letztens auch einen neuen PC geholt. Ja, ich bin ein Zombie-Fanboy. Ja, ich gucke ihn. Ja, oh mein Gott, der abonniert mich doch. Aber der hat ja einen wirklich geilen PC sich geholt. Also, er hat ja ein Video gemacht, wo er seine Einzelteile mal so aufgeschrieben hat, ein bisschen was dazu gesagt hat. Und ich muss sagen, also, sein PC ist wirklich schon eine Härte und. Er spielt Minecraft, wenn er so einen bestimmten Shader drin hat mit 30 FPS maximal. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viel FPS er normal hat. LOL, die ist... Hm? Jetzt würdest du heulen, anstatt lachen. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Ja, wo ich bin, ist ja unheimlich viel Lava. Neben mir eine Fledermaus, quietsch, quietsch in Lava rein. Verbrennen. Es war so stumpf. Hast du das nie in der Hölle mal mitbekommen, mit den ganzen Ghosts? Oder Guests? Wie sie heißen. Nein, aber ich finde das einfach so dumm, wie das gerade aussah. Man denkt an nichts Böses, oh, denkt sich, oh, schöne Fledermaus, hätte ich hier unten nicht erwartet. Verbrennt tot, verderben. Oh. Ja, das hat mir den Tag gerettet. Es ist dunkel draußen. Sich vor einer halben Stunde noch mega Bogen schießen war, merkt man gar nicht. Es ist nicht dunkel draußen. Es ist nicht dunkel draußen? Bei Minecraft nicht. Keine Ahnung, bei Minecraft habe ich kein Gefühl mehr, da bin ich Kellerkind. Bam, bam, bam. Ich habe 10 Dias, soll ich an die Oberfläche kommen? Nein, ich meine weiter. Puh, tot. Weißt du was? Hitler vs. Darth Vader. Ja, Junge, und Hitler vs. Darth Vader 2. Yep. Ich hoffe, die dritte Season fängt wieder mit einem Hitler vs. Vader an. Na, ich habe mir jetzt erstmal den vorhin... den Season 2 Finale reingezogen. Was war das nochmal? Das war doch... Ich weiß es gar nicht. Ich hab's auch Rasputin vs. Genau, Rasputin Stan. Gegen Stanley. Kann sein. Ich hab's hier offen. Achso. Auf jeden Fall, ich liebe den Kanal ja auch. Also Epic Rap Battle of Histories ist das Geilste, was es gibt. Nein, du sagst es falsch. Epic Rap Battle of History! Muss das lullen und lallen und... Nein, dann musst du sagen... History! So musstest du sagen, aber das ist einfach so... Begin! Dieses Begin klingt immer so gequält, aber es ist einfach so cool und... Ja, es ist ein super toller Kanal, muss ich sagen. Aber Epic Mealtime ist auch nicht schlecht. Dann hast du noch nie Extraordinary Swedish Mealtime gesehen. Kann sein. Bestimmt noch nicht. Was ist denn dann? Das stellt Epic Mealtime ist ein Scheiß dagegen. Keine Ahnung, ich mag einfach bei Epic Mealtime diesen Bacon-Weihnachtsbaum. Den habe ich mir zum nächsten Weihnachten gewünscht von meinem Bruder. Und ich werde ihn bekommen, das weiß ich jetzt schon. Das einzige Geile daran, fand ich, ist halt dieses Bacon. Ja, Bacon. More Bacon. Aber was ich ganz schön... Twitter fand neulich, da haben die Macher sich dann versucht, League of Legends LP. Haben sie? So, haben die versucht, ich sage, dezent versucht, weil das LP ging, na es war nicht wirklich ein LP, das ging einfach die ganze Zeit
Boom, 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 lastet, lastet, boom, boom, boom. So ging das ganze Video lang. Und ich fand das so scheiße, stumpf, unnötig. Ich würde sagen, ist es auch. Das kann man nicht überall machen, Bum, aber bum, 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 bum. Bum, 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 der bum, Lux bum. gespielt und dann hat man einfach die ganze Zeit immer die ganzen Ultis herumfliegen sehen. Bum, 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 bum. Alter, Was also, cool. ich grabe mich gerade, wie ich über meine Minimap sehe, von einer Wüste unter einem Fluss her in ein Waldgebiet hinein. Yay. Ja. Oase und so. Boah, ich habe gestern auch endlich mal wieder was bekommen, was ich schon seit so lange nicht mehr bekommen habe. No. Yassi war ja da und sie hatte Guitar Hero dabei. Ich habe ja meinen Stick verloren und oh, Guitar Hero. Ist echt geil, Alter. Junge, erstmal wieder ein bisschen auf die Gitarre fetzen und sowas. Oh. Nein, ich könnte ja richtige Gitarre lernen, ist ja viel zu anstrengend. Nein, 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 nein. Ist das so? Naja, ich habe meinen USB-Stick ja verloren für Guitar Hero. Ich kann nicht kein mehr spielen. Wenn ihr einen guten Ersatz, also Leute, das ist mal eine Frage an euch. Kennt ihr einen guten Ersatz für so einen USB-Stick für die Warriors of Rock-Gitarre? Also, ich bräuchte da einen. Wenn ja, dann schreibt es mir irgendwie was kostengünstiges, wäre auch cool. Es muss ja nur funktionieren. Die AIDS-Gitarre kostet nur 1 € und AIDS und AIDS. AIDS und AIDS, ich. AIDS und Da gehe AIDS. ich zu Meisterhard, da kriege ich es umsonst. Nee, er gibt dir nur die Tanzübung. AIDS. Auch ich habe richtig Bock auf Portal 2 Let's Play in den Koop halt. Ich habe so richtig Bock drauf. Ich hatte ja auch schon meinen Bruder gefragt, ob der richtig Bock da drauf hat, aber er hat sich's einfach nicht geholt, als es jetzt wieder im Angebot war. Jetzt, Alter. Der hat, ich glaube, 400, 500 € für Spiele ausgegeben erstmal. Es ist mir egal. Es ist Pass. Ja, das. Ich kann auch mal nach links und nach rechts gehen. Und er hat sich erstmal für, ich glaube, 50 € einen Whisky bestellt. Würde ich auch tun. Für einen Whisky ist es nicht falsch. Ja, einen japanischen Whisky. Hä? Da muss ich aber wirklich mal zu euch kommen und mal ein Schlückchen mittrinken. Japanisch, 10 Jahre alt sollte das sein. So magst du es am liebsten. 10 Jahre alt und knackig. Als ob 10 ist immer. Ab 12 ist schon zu alt für dich. Ja. Wie scheiße wir einfach sind und die ganze Zeit über dieses scheiß Thema uns hermachen, Alter. Das ist eigentlich moralisch total verwerflich. Prost, Prost. Hust, räusper. Ich habe ja auch nicht in DayZ irgendwas über Juden gesagt. Das ist schon wieder falsch. Das ist ganz falsch. Ja, ich habe mich ja total entschuldigt sofort und habe ja auch was dazu erzählt. Jetzt guckt DayZ, Part 4 oder so war das. Motherfucking Epic Werbung für mich selber. Weißt du was? Nein. Ich baue jetzt einen Totenschädel aus Cobblestone und sein Mund wird das Höllenportal sein. Ja, genau sowas ähnliches habe ich mir überlegt, aber nicht einfach irgendwo frei irgendwie so Doch. in einem Berg oder so. Ich Soll finde, ich? das Höllenportal muss immer irgendwie so haben. Zum Beispiel, ich habe das ja so, ich will ja auch bald Ethermod, also der Ethermod ist ja jetzt, wie du gesagt hast, released und den werde ich mir jetzt auch installieren bald auf meinem privaten Server, wo ich mit einem anderen Kumpel meine fliegende Stadt baue. Und da werde ich einen Turm bauen, der von Punkt 0 bis zum höchsten Punkt geht und ganz unten halt Netherportal, ganz oben Aetherportal. Okay. Dann komme ich von den fliegenden Inseln auf eine fliegende Insel. Und dann will ich irgendwo noch ein Enderportal hinsetzen.
Und dann will ich die irgendwie, will ich mir irgendwie rausgucken, wie ich die Map nach hoch, ob ich die Map irgendwo hochlade, wenn sie mal fertig ist. Und dann können die Leute sie einfach irgendwie so als Schnellstart benutzen und ein bisschen Scheiße machen. Kisten haben wir auch versteckt. Das ist keine richtige Adventure-Map, bei weitem nicht. Aber halt was Kleines so. Ich mach das einfach, dass diese Insel aus dem kleinen See hier hinten rausragt. Ganz oben drauf. Oder fließt Lava runter und ganz oben drauf ist der Drohnenschild. Weißt du, was ich beim Strip mein total eklig finde? Ne. Meine Hand schläft halt. Oh. Ich könnte auch meine neue Maus gebrauchen. Meine Maus ist mir viel zu klein. Ich kann meine, nicht meine komplette Hand auf meine Maus legen. Ich will mir die Rad 9 holen. Ja, eine Rad wollte ich mir auch holen. Ich habe Obsidian gefunden. Jetzt brauche ich einen Wassereimer. Das Wasser will mich hier nicht haben. So.